Auf jeden Fall. Ich hab die nicht einmal getroffen. Boah, was macht die denn da? Kann der hochfliegen? Hallo Leute, der Sorero hier. Willkommen. Mal ein neues Spiel. Ich will einfach mal was ausprobieren. Und ja, ich dachte, so Battle Royale oder PUBG gibt's ja schon eine ganze Weile. Habe ich nie gespielt. Und jetzt gibt's ein Realm Royale. Ist in der Alpha-Version. Bringt das Ganze sozusagen so ein bisschen ins Mittelalter, zumindest teilweise. Und ich dachte, ich versuch's einfach mal. Also, ich habe noch nie gespielt. Ich hab's noch nicht probiert. Hier unten blinkt irgendwas. Aha. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal auf Spielen. Europa. Ich mache erstmal Solo. Ja? Warteschlange. Spielen. Achso, ich war in der Warteschlange. Okay. Ist irgendwo ein Hinweis? Ah, hier oben. Okay. Ich will erstmal Solo probieren. Nicht, dass ich jetzt in irgendeinem Zweier- oder Vierer-Team als kompletter Anfänger spiele und überhaupt keine Ahnung habe, keine Tastenbelegung oder irgendwas kenne. Und dann natürlich komplett ablosen werde. Werde ich sowieso am Anfang. Da bin ich mir relativ sicher. Ja. So, ein Kartenwechsel ist ausstehend. Und dann gucken wir mal auch, wie die Performance ist, ob das so hinhaut. Mit den Einstellungen ist, glaube ich, alles auf Maximum. Ich bin einfach mal gespannt. Irgendwie ist das Bild schief. Oder der Hintergrund. So, wähle deine Klasse. Assassine? Machen wir mal Assassine. So hoch. Doink. Was kann ich jetzt machen? Kann die Klasse ändern? Kann ich irgendwie angreifen? Kann man hier irgendwas machen? Nee, wa? Das kann man einfach nur rumrennen. 80 Spieler übrig. Okay. Juhu. Hopp. Also wie gesagt, ich kenne die Klassen nicht. Oder kommt man hoch? Schaffe ich das noch? Das schaffe ich nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr. Ich kenne die Klassen nicht. Ich kenne die anderen Sachen nicht. So, geht's los. Bereite dich auf den Absprung vor. Space heißt springen. Okay. Macht es Sinn, gleich am Anfang zu springen? Oder vielleicht erst ein bisschen später? So, und jetzt kann ich jetzt hier irgendwie steuern. Wo will ich denn hin? Irgendwo, wo niemand anders ist. Joink. Ja, ich wollte da drauf landen. X. Okay. Ich sehe noch keinen. Boah. Gut. Also offensichtlich, offensichtlich war die Waffe so ineffektiv, dass ich es nicht geschafft habe, die direkt vor mir stehend zu erledigen. Okay, gut. Spielen. Zweiter Versuch. Ja,
Wir schauen einfach mal. Ich will das einfach mal ein bisschen ausprobieren. Ich bin in solchen Spielen normalerweise nicht allzu gut. Aber man kann ja mal ein bisschen rumprobieren. Und das ist mal was anderes, außer gerade Ark, was mich sowieso gerade ein bisschen nervt, weil ich irgendwie gerade da ständig das, was ich will, da nicht hinkriege und so. Also, ja, probieren wir mal. Ich hoffe, dass es jetzt nicht immer hier so eine Minute dauert oder zwei Minuten, bis man tatsächlich in einem Spiel ist. Das wäre ein schön blöder. Na los. Also von der Performance schien es ja sehr okay zu sein. Komm, jetzt aber hier mal. Achtung Alpha, ja. Ist okay. Die schon in der Warteschlange für das Match. Ja, ist ja schön. Ich will aber gar nicht drin stehen. Ich will, dass es weitergeht hier. Nee, wartet mal, ja länger als ein Crossout. Mano. So, und da geht's los. Über 2 Minuten gewartet, bis ein Match gefunden wurde. Das ist nicht so richtig nett. Muss ich ehrlich sagen, das hoffe, das ist nicht immer so. Warten wir mal. Es ist dann schon blöde, wenn man sozusagen länger in die ganze Spielvorbereitung braucht, auf als Match wartet und jetzt hier in diese die wartet hier, bis das Deployment losgeht. Guck mal, da stehen die Spieler in der Luft, auch gut. Und das einfach mal länger dauert, als bis man dann tatsächlich im Spiel ist. Na gut, war auch mein erstes. Juhu! Boink! Genau, hier kann man auch hoch. Stimmt, aber hier kann man auch nichts machen, oder? Hoch, hier oben bin ich gestartet. Und durchspringen. Und. Okay, also hier ist, nicht wirklich was Interessantes. Ich wollte da drauf. Genau. So, warten wir mal. 3, 2, 1 und los geht's. Spring mal gleich am Anfang diesmal und hoffe, dass ich dann sagen wir mal, relativ wenigen Leuten begegne. Gehen wir hier rüber. Jump. Und. Drink. So. Oh. Wenn man da so hängen bleibt. Okay, Panzerung gibt's auch. Kann man sich hinknien? Nee, zumindest nicht mit C.
Karte ist so. Okay, wo bin ich denn? Da oben. Nee, da bin ich. Warte. Yep, da bin ich. Okay. Okay, ich vermute mal, dass grüne und lila Waffen besser sind. Ah, okay, so kann man sich ducken. Ist auch noch was? Gewöhnliche Waffe. Okay, so. Gehen wir mal langsam hier in die Richtung. Spiele übrig. Ist doch gut. Also ich bin schon mal deutlich besser als letzte Mal. Ja, also ich meine, ich bin ja auch nirgendwo gelandet. Absichtlich. Okay. Gehen wir mal. Ach nee, ich hab's zerlegt, hä? Oder? Diese ganzen Sonderfertigkeiten sind, ich habe ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer. In 27 Sekunden, das ist jetzt nur noch 20, wird das Ganze. Das Spielfeld vermutlich reduziert. Ich weiß nur nicht, in welche Richtung. The fog sets in. Ich sehe aber keinen. War aber offensichtlich einer. Ich weiß noch nicht, der ist vermutlich schon weiter. Oder wartet hinter irgendeiner Ecke auf mich. Was gehört. Ich habe gerade was gehört. Ach so, der Nebel geht dann erstmal zu dem Kreis hier, okay. Gucken, ob ich irgendwo jemanden sehe. Zufällig.
Wahrscheinlich schlagen jetzt die erfahrenen Leute die Hand über den Kopf zusammen und sagen, wie kann man nur? Ja. Okay. Schön. Gut, ja, bitte. Habe ich zu spät gesehen. Ich dachte, weil da ich den Hammer höre, da steht einer an der Schmiede, aber der Hammer hämmert anscheinend von ganz alleine. Sollte man wissen, dass man, also der Hammer hämmert, aber das heißt nicht, dass da jemand ist. Auch gut. Okay, nächste Runde. Die hat zumindest jetzt mal ein bisschen länger gedauert. Also sagen wir mal so, ich habe ja keinen gekillt und nichts. Ich hab, ja, bin ja einfach niemandem begegnet. Ganze Langeweile. Ja, interessant. So Leute, da geht's weiter. Ich mache diesmal mal eine andere Klasse, nämlich den Krieger. Und die scheinen auch in einem anderen Gebiet sich aufzuhalten. Anfang. Und gleich geht's los. Ich habe das immer mal übersprungen, weil ich glaube, die Wartezeit ist jetzt nicht wirklich interessant. So, bereite dich auf den Absprung vor. Oder ist das eine ganz andere Karte? Oh, guck mal, da sind ganz am Anfang gleich ganz viele rausgeploppt. Lassen wir die erstmal hier. Wir warten mal noch. Ne, ist die gleiche Karte, oder? So, und damit wir nicht automatisch abspringen. Gucken wir mal hier drüben. In dem Gebiet. Sieht ja cool aus. Tschu-tschum. Gucken wir mal, was wir hier finden. Hier ist noch eine Truhe. Huch, ruckel, ruckel. Ruckel, ruckel ist gar nicht gut. Ich weiß noch gar nicht, wo der hin ist. So, da war einer, der hat irgendwas aufgesammelt. Ich sammle hier erstmal ein bisschen. So. Okay. So, dann haben wir hier sowas. Habe ich gerade irgendwas?
Also wenn da einer ist, weiß ich gerade nicht wo. Sets in. Okay, irgendeiner schießt da wie wild. Ich sehe noch keinen. Da. Wow. Wow. Das gibt's nicht. Wie viel Schaden macht der oder wie viel Schaden habe ich gemacht? Oh, der war ja. Nee, der war nicht fast tot. Okay. Zurück zur Lobby. Okay. Nächster Versuch. Also der war ja überhaupt nicht tot. Ja. Da habe ich ja fast keinen Schaden gemacht. Krass. Ja. Achso. Spielen. Okay, also einen machen wir noch. Bis gleich. So, Leute. Dann geht's weiter. Der nächste Absprung und da ploppen gleich ganz viele raus. Den diesmal hin. Mal drüben zu diesem Felsen, da, diesem hohen Felsen, da in die Nähe. Also warten wir noch ein bisschen. So, jetzt in die Richtung. Gehen wir mal. Und gucken uns da mal ein bisschen. Also so grafisch sieht das ganz nett aus, finde ich gar nicht schlecht. Spielerisch lose ich bis jetzt halt. Oh, warte mal. Lass uns mal hier an den Turm gehen. Spielerisch lose ich bis jetzt halt extrem ab. So. Die ersten haben sich schon getötet. Das ist krass, ey. Huch. Mal gucken, dass ich hier noch ein bisschen Zeug kriege. Oh. Hey, warum bleib ich hier hängen? Okay. Gut, so, und dann.
kurz auf die Karte gucken. Wo bin ich denn? Oh, ich muss darüber. Nee. Darüber, und zwar schleunigst. So. Reittier. Qualität hier von diesen Büschen ist jetzt schon ziemlich mies, aber lass uns gucken. Ja. Großkalibergewehr. Nehmen wir mal mit. Irgendwie kann man auch Heiltränke nutzen. Dafür gibt es irgendwelche Tastenkombinationen. So. Wir reiten mal. Weil sich der Nebel jetzt ausbreitet und ich jetzt tatsächlich jemanden zusehen muss, dass ich ein bisschen in die Richtung komme. Sonst habe ich irgendwann ein Problem. Hier lang. Ach, G und H ist das. Ich hab die nicht einmal getroffen. Boah, was macht die denn da? Kann der hochfliegen? Okay, also, ich hab die nicht einmal getroffen, oder? Irgendwie, war das jetzt nicht so richtig erfolgreich, ja? Ja, gut, ich mach dann jetzt mal Schluss. Ich danke euch fürs Zuschauen, ich werde das noch ein bisschen probieren und ein bisschen spielen und irgendwann vielleicht auch mal tatsächlich was hinkriegen und ein bisschen besser werden. Bis jetzt war es ja auch noch sehr viel ausprobieren. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Mal gucken.